sind ja seit vielen Jahrzehnten befreundet. Goethe hat ja gesagt, eine Freundschaft ist eine Wahlverwandtschaft. Und ich glaube, wir hatten ein sehr ähnliches Grundverständnis, wie man eigentlich mit Menschen umgeht. Nicht, dass man sie in ihrer Verschiedenheit akzeptiert. Und das kann man nur, wenn man ihnen richtig zuhört. Er hat uns getraut. Er hat unsere drei Kinder getauft. Wenn ich die Ehre habe, in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreten, überbringe ich Ihnen, lieber Bischof Gebhardt, die besten Wünsche des Bischofs von Rom. Ich habe großen Respekt für dein segensreiches Wirken. Bin ich dankbar für das konsequente Leben von Bischof Gebhardt im Rosenburger Hotel. Ich danke allen für ihre Motivation durch die Art und Weise, wie sie den Glauben an Gott, den Glauben an Jesus Christus verkünden mit ihrem ganzen Engagement. Wie gesagt, für mich war manche Stunde, die schwer war, nur möglich, weil ich wusste, es sind so viele gläubige Glaubenszeugen, Menschen in der Glaubenspraxis in unserer Diözese unterwegs. Das ist etwas, was ich als Stärkung und als Ermutigung immer erfahren habe. Und was ich jetzt rückschauend auch als Stärkung für meine Zukunft mitnehme. Herzlichen Dank, Frau Gelsgott.